Das nimmt kein gutes Ende. Wie geht's? Den Umständen entsprechend. Bis vor einem halben Jahr lebte ich mit meinem Mann hier an der Küste. Wir waren Fischer. Wir waren nicht reich, aber wir konnten von unseren Fängen leben. Aber dann fielen die Orks über uns her. Sie brannten alles nieder und mordeten, wohin sie auch kamen. Es war, als wären Beliars Dämonenscharen selbst über uns gekommen. Mein Mann, unser Heim, unser Boot. Sie haben mir alles genommen. Ich bin in den Wald geflohen und bin dort auf andere Flüchtlinge getroffen. Und seitdem sind wir hier und hoffen auf ein Wunder. Was willst du, Bursche? Wie sieht's aus? Hast du dich noch nicht umgesehen? Das ist ein verdammtes Rattenloch, in dem wir uns hier verstecken. All die Jahre habe ich gewissenhaft die Gesetze des Reiches und der Kirche befolgt. Und wofür? Damit ich mich am Ende in einem Adloch verkriechen darf, wie der letzte Abschaum? Du kannst doch einfach gehen. Soll ich lieber nach Kapdun oder Ardea und mich den Orks beugen? Nur über meine Leiche. Ardea ist von den Orks befreit. Die Rebellen beschützen das Dorf. Du hättest dort vor den Orks nichts zu befürchten. Ha. Erzähl deine Märchen jemand anderem, Bursche. Die Orks haben Myrdanas gesamte Armeen besiegt. Meinst du wirklich, die paar Rebellen sind für die ein Hindernis? Nein, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Ardea zurückerobern. Lass dir das gesagt sein. Du wirkst ziemlich verbittert. Das wärst du an meiner Stelle auch. Der Krieg hat mir alles genommen. Meinen Hof genauso wie meine Familie. Was ist mit deiner Familie passiert? Mein Mann stellte sich den Orks entgegen, als sie auf unseren Hof kamen. Sie haben ihn an Ort und Stelle hingerichtet. Und mein Sohn ist schon vor langem fortgezogen. Erzähl mir mehr von deinem Sohn. Er wollte das Reich gegen die Orks verteidigen. Also ist er zur Armee gegangen. Das ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Manchmal habe ich die Hoffnung, dass er noch lebt. Aber wie kann man in diesen Tagen noch hoffen? Bestimmt wurde er längst erschlagen und zusammen mit seinen Kameraden in irgendeinem namenlosen Grab verscharrt. Ich werde deinen Sohn finden. Was sagst du da? Wie willst du das anstellen? Ich werde sicher nicht ewig an der Küste bleiben. Unterwegs könnte ich mich nach deinem Sohn umhören. Das würdest du tun? Ich wäre dir ewig dankbar, wenn du mir Klarheit verschaffen könntest. Etwas Gold im Gegenzug wäre auch nicht schlecht. Wenn du herausfindest, was mit Emron geschehen ist, werde ich dir alles geben, was ich aus den Trümmern retten konnte. Was weißt du über den Krieg? Wir an der Küste haben immer gedacht, dass uns der Krieg verschonen wird. Wir entrichten einfach still unsere Abgaben, dann wird Innos sein schützendes Licht über uns halten, haben wir gedacht. Aber schau dir die Küste jetzt mal an. Die Orks haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Wir wussten ja, dass es schlecht um die königliche Flotte stand. Der Handel mit Übersee war schon lange zum Erliegen gekommen und überall trieben sich arbeitslose Matrosen herum. Aber eines Tages landeten die Orks mit ihren Sklavengaleeren hier an der Küste. Die meisten von uns schafften es, rechtzeitig in die Berge oder die Dörfer zu fliehen. Doch die Orks wollten uns gar nicht an den Kragen. Sag bloß, sie wollten nur ein Bier mit euch trinken. Spar dir den Spott. Die Orks wollten uns unsere Moral nehmen und das haben sie auch geschafft. Sie zerstörten die Gehöfte, brannten die Kornfelder nieder und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Was passierte nach dem ersten Angriff der Orks? Wir haben uns natürlich daran gemacht, alles wieder aufzubauen. Wie sagt man doch so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Einige Zeit gelang es den Paladinen noch, die Straße ins Mittelland zu verteidigen. Aber dann rebellierte dieser verdammte Großbauer Ortega und Lothagen zog sich nach Vengard zurück. Bald darauf kamen die Orks zurück und zerstörten alles, was wir mühsam wieder aufgebaut hatten. Der Einfall der Orks hat mir alles genommen. Seitdem bin ich nicht mehr als ein Flüchtling im eigenen Land. Und jetzt sitze ich hier und warte.
Worauf wartest du? Ist das nicht offensichtlich? Ich warte auf den letzten Tag. Der letzte Tag von was? Na, der Tag, an dem die große Flut kommt, oder was auch immer, und diesem ganzen Übel hier ein Ende setzt. Ich glaube mittlerweile, dass dieser Tag nicht mehr fern ist. Bestimmt nicht. Was wurde aus den ganzen Flüchtlingen? Viele Bauern versteckten sich hier. So entstand Trandok. Einige andere versuchten gar, die Berge gen Westen zu überwinden, und wieder andere flohen nach Ardia. Zunächst konnte die Miliz sie dort vor den Orks schützen. Die Paar-Miliz-Soldaten haben es mit einer Armee von Orks aufgenommen? Die Orks haben Ardia anfangs links liegen lassen und sind direkt gegen Vanguard marschiert. Solange sich der Belagerungsring noch nicht vollends geschlossen hatte, gab es auch immer wieder Ausfälle, die sie beschäftigt haben. Aber zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät. Die Ernte war vernichtet und wir alle wussten, dass das Ende gekommen war. Du solltest jetzt gehen.